Er hat sich umgegangen mit dem Alchum, aber ich bin alt 9 Jahre. In 1941. Jahr, in Juli heute, sind die Naranzen in die Datschen. Sintig haben sie zu neu genommen die Männer, er hat gearbeitet in 5 Kehler, sind 2 Schwerin, haben sie zu neu genommen die Kinder mit der Frau, hat er angeworfen, er hat er geschossen mit Pulimioten. In der ganzen Tag hat er geworfen Menschen, er hat geschossen. Gearbeitet haben die Datschen mit den Rumänern. Ein paar Männer haben geschossen, die Momme, in Frant, in Schrein. Vor Nacht, als er mich erst zu schießen, bin ich herausgekrochen und bin gelegen in Russen. Der Futter hat sich herausgerissen, er ist gelegen bei der Saat und er ist nicht tragend geworden. Er hat mich angenehmen zurück und hat ihm die Teute, er hat mich weggelegt zwischen See und hat mich verdeckt von ihm mit der Teute. Und es ist mir gelegen, wie so bei Nacht. Bei Nacht sind wir angelaufen. Und die Leute sind geblieben, sind nur gelegen, auch heute ist satt. Um sie gegessen, als wäre sie geblieben leben. Sollen sie kriechen in die Kehle, und man soll rausnehmen, die schassenden Menschen. So stark sie gefühlt. Und sie gewinnen so eine Fliegen, so eine Wärme. Und sie tun sie gewinnen noch her, wie man geachtet. Ich bin peinlich, aber mit den Menschen sind schon nicht gewöhnt bei keinem. In Nürnberg kennt die Mama, sie ist gegangen mit Reusel zur Poschkes. Meine Mama hat gegessen, Ruchale, mit Fleisch riefen Ruchale zur Dekes. Sie gewinnen das Jahr und sie fliegt tun nach Sachmitzvies. Nur dem, was man herausgenommen hat, die alle Menschen, die man sie angeworfen in der Grieb, die man sie verschickt, hat man gemacht ein Ghetto. Zurück mit 2 Uhr, und man befohlen in Israel, als der Grieb fällt an, und sie sieht sich heraus die Beine. Ob ihr gesagt, dass ich nehme sich, das, und ich habe zu mir genommen, du in Israel Geld, ich habe geklingen in Amerika, ich habe geklingen in Australien, und sie tun Menschen von den Städten, um sie gegeben Geld. Man hat gemacht ein Pamitnik, und ist das immer ruhig, als die Hiden liegen geboten.